Jetzt mache ich es auf meiner eigenen Zeitachse, ist auch egal. So, jetzt streamt es mal live, jawohl. Siehst du was? Nee, das nicht, aber es steht halt auf meinem Bildschirm hier oben, ne? Ah ja. Sehr nice. So, jetzt streamt es mal Ja, ich live, sehe uns ja. auch streaming Siehst du hier. was? Gut. Super Nee, das nicht, genial. aber. Jetzt mal es noch in die Gruppe. Sehr nice. Ja, ich sehe uns auch streaming hier. Super genial. So, jetzt habe ich den Ton abgestellt und wir sind hier live. Ich, Patricia Maria Dender von My Wild Feeling, komme mit der wunderbaren Susanne Mück, meine wunderbare Mentorin, meine Frau. Ich spiele das Spiel des Lebens mit Florence Scovichin. Wer noch nicht geschaut hat, schaut bitte auf dem YouTube-Kanal von Susanne Jatina Mück und Maria, hört euch Susanne, die Bücher Jatina, an. Maria, weißt du, wir haben ja was gemeinsam. Wir heißen ja Maria mit Vornamen. Susanne, Jatina, Maria heißt der Kanal. Also sag's nochmal genau. Wie heißt der Susanne, Kanal? Jatina, Maria. Ria Mück, genau. Sonst machen wir nachher auch noch hier ein Posting drunter. Erzähl mal ganz kurz, wieso begeistert dich die Florence Scovichin so feste? Ja, ich habe ja gestern den sechsten Teil gelesen. Das war richtig, also der hat ja sowas gepasst, fand ich, zum Zeitgeschehen. Und da sagt sie eben auch, oder bringt es wieder so auf eine Art, die so modern ist. Weißt du? Das fasziniert mich an dieser Florence. Die hat das einfach aufgeschrieben, was sie erlebt hat mit all ihren Menschen, mit denen sie da zu tun hatte. Die hatte einen legendären Ruf. Wenn man ihr nur einen Brief geschrieben hat, hat schon gereicht, dass alle Dinge praktisch in Erfüllung gegangen sind, die man wollte. Also, und sie hat halt mit sehr vielen Kontakt gehabt, hat denen gesagt, Leute, ihr müsst einfach, sie nennt es ja gestern in dem Ding, euer Anliegen auf den Herrn werfen. Das hat aber damit zu tun, das ist wieder wie Auf den bei Schöpfer in dir eigentlich, genau oder? auf Sie nennt es ja der Christus in dir, aber eigentlich meint sie ja der genau. Schöpfer in dir. Genau, und zwar dein Bewusstsein, dein Überbewusstsein, dieser göttliche Anteil in dir, auf das sollst du es werfen. Das heißt, wenn dein Menschlein, das Kleine, es einfach nicht hinbringt, ja, also wir haben es ja immer wieder davon, es klappt nicht, du willst eigentlich wieder umdrehen, es klappt nicht, dass du dann sagst, okay, ich werfe oder ich gebe das jetzt ab an meinen göttlichen Teil und ich bin frei. Das ist ein ganz wichtiger Satz bei ihr, beim Wortsprecher. Ich werfe es auf dieses Teil in mir und ich als Menschlein bin frei, ich kann spielen gehen. La, 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 ja. Ich muss mir keine Gedanken mehr drüber machen. Und Und kurz dann hat sie. gesagt, ist ja einfach nur der Rückschluss, ich will es haben, also Ja. ist meins. Genau. Ich will es haben, also ist meins, aber ich denke nicht mehr drüber nach, wie, was. Muss ich ja auch nicht, weil es ja meins ist. Ich mache die Sorgen nicht. Also all dieses, was wir ja aber ständig geübt haben, diese Sorgenmacherei, in die Höllenschlunde hinabsteigen, so das Ende Gelände, das sagt sie auch. Und dann macht sie diesen modernen Schritt. Und schreibt ganz genau auf, was die Leute gemacht haben und was dann in ihrem Leben passiert ist. Und das ist halt so, habe ich ja gestern auch gesagt, ist gleich Joe Dispenza Testimonium. Oder auch wenn wir schon Erfolgsgeschichten hatten. Das ist einfach so großartig, weil du dann genau siehst, wow, ja, stimmt eigentlich. Wenn du den drei von diesem negativen Menschlein-Gedenke rausnimmst, kann sofort so richtig ein Tor aufgehen. Mit etwas, was du einfach gar nicht erwartet hast. Also du bist wirklich überrascht. Die waren ja auch zum Teil überrascht. Das kam ja dann zu riesige Geldbeträge oder Beziehungen haben auf einmal funktioniert. Und das schreibt die halt auf. Und das ist das, was mich fasziniert, weil bei diesen Beispielen, auch wenn die jetzt schon, wann ist sie gestorben? 1940, also ja, 80 Jahre her sind, es hat einfach diese Es Wirkung funktioniert, noch. weil das Prinzip des Lebens, das Prinzip der Schöpfung ist einfach wie das Gesetz der Schwerkraft. Es funktioniert immer. Du kannst dich krass drauf verlassen. Es funktioniert. Ja. Also lerne dieses Prinzip für dich zu nutzen. Und das sagst du jetzt was ganz, ganz Entscheidendes. Das ist mir jetzt auch die letzten Tage hier wieder wahr geworden und klar geworden. Ich kann natürlich immer wieder sagen, wenn ich jetzt damit konfrontiert werde, dieses Gesetz der Annahme. Was haben wir vorher gesagt?
meine Annahme, was die Wahrheit ist. Was ich glaube, was die Wahrheit ist. Das ist das Gesetz der Annahme. Und wenn ich jetzt sage, ach, das funktioniert bei mir nicht, wäre das ist gleich, ich sage, ich werfe jetzt hier das Buch runter, aber es fällt nicht runter, weil für mich funktioniert die Schwerkraft nicht. Und das funktioniert tatsächlich beides nicht, weil es ist ein Gesetz, an dem komme ich nicht vorbei. Im Guten wie im Schlechten, ich habe es gemacht. Genau, und diese Prinzipien dieses Gesetzes gilt es zu lernen, weil die hat uns halt keiner beigebracht. Alle Autoren und Leute, die danach leben, haben es sich selber beigebracht. Genau. Ursprünglich steht das Ganze ja in der Bibel, wenn man weiß, wie man die Bibel lesen darf, kann, soll. Neville Goddard macht es ja ganz gut, der uns das zeigt, wo die Bibelstellen sind. Mittlerweile gibt es noch genügend andere Autoren. Aber das macht ja Florence auch schon. Und viele oder einer dieser amerikanischen Autoren, die sich ein bisschen mit dieser Geschichte beschäftigen, wie heißt der? Mitch Horowitz, der sagt ja auch, Neville Goddard muss also Florence bekannt haben, weil die hat ja auch schon Bibelstellen rausgenommen, das mit den Gräben graben und was weiß ich, die Zimbeln von Josaphat. Ich kenne die Geschichten alle gar nicht wirklich, muss das nochmal alles nachlesen. Aber die hat es auch so gemacht. Die hat eine Bibelstelle genommen, hat sie nach dem Gesetz der Annahme interpretiert und kann dann ja auch drauf, dass in der Bibel steht die Anleitung für dieses Spiel hier. Das ist, genau. Die Bibel ist eine Anleitung. Die Bibel ist dann eine Anleitung. Und das größte Spiel oder das größte Beispiel ist natürlich das Beispiel von Jesus, der durch Hand auflegen oder durch eigentlich nur durch Präsenz Heilung ermöglicht hat. Ja. Das sind ja auch die Sachen, die Dr. Joe Dispenza auch macht und übt. Und darum geht es schlussendlich, dieses kleine Menschlein, das so einen Bullshit zusammendenkt, den ganzen lieben langen Tag, weil es seiner Kraft und seiner Macht und dem Effekt der Wirkung seiner Gedanken nicht bewusst ist, weil es ihm keiner gesagt, erklärt oder gelehrt hat. Ja. Dieses Menschlein neu zu trainieren nach den neuen, also nach den alten Prinzipien, sozusagen, das ist eigentlich das, was Divine Creation macht, was Divine Creation schon immer getan hat, ja. Und was wir halt jetzt uns auf die Fahnen geschrieben haben, dieses Menschlein in einer Art und Weise zu trainieren, dass die Ergebnisse uns gefallen. Genau. Und mit diesem, wie soll ich sagen, man kann sogar diese ganze Sache, die wir jetzt gesagt haben, auch noch zusammenbringen mit dieser berühmten Quantenphysik. Ja? Also da hat man praktisch bewiesen, hat es heute bewiesen, dass es so ist, dass nichts da draußen passiert ohne einen Beobachter. So, ja? Also wenn du etwas beobachtest, dann hat es einen Einfluss, sagen wir mal so ganz zögerlich. Es ist nicht nur ein Einfluss, es ist mehr als ein Einfluss. Es ist ein Schöpfungsprozess, dieses Beobachten. Ne? Und dann haben wir den Schluss praktisch, also oder diese, den Reigen eigentlich geschlossen zwischen dieser Bibelgeschichte, was da alles erzählt wird, bis heute hin zur neuesten Wissenschaft. Dispenza hat es ja schon auf die Spitze getrieben, dann auch noch mit Hirnforschung und so weiter, dann eben gemessen, was dann letztlich physikalisch im Körper abläuft. Das finde ich aber persönlich jetzt nicht so mega interessant, sondern am interessantesten ist einfach, dass es wirklich so ist, dass nichts draußen passiert ohne meine Beobachtung, ohne mein Bewusstsein passiert nichts in meiner Welt. Und das muss man sich halt wirklich mal richtig klar machen. Anders funktioniert es nicht. Weil solange du das nicht wirklich verinnerlicht hast oder glaubst, weißt. Dr. Joe Spencer spricht ja auch immer von der Weisheit, ja, die Weisheit, wir sagen der Wahrheit, das ist die Wahrheit, die Weisheit, die in uns wohnt, die das alles eigentlich schon weiß, ja, das ist nichts Neues, wir sind geboren mit diesem Wissen, wir haben dieses Wissen nur einfach verloren, ja. Und aus meiner Sicht ist es einfach, gehört es auch zum Spiel des Lebens, dass wir dieses Wissen verlieren, um es uns wieder zu holen und daraus zu wirken, also daraus
Wirkung erzeugen im Außen. Ja. Das Außen ist ja nur eine Wirkung dessen, was wir im Inneren haben. Ja. Und wir sind jetzt einfach aufgerufen, jetzt in diesem Jetzt-Zustand, in dieser Situation, in diesem Leben hier zu lernen, wie das funktioniert. Ja, ganz genau. Und das einfach auch zu begreifen, ein für alle Mal, und das eben auch aktiv zu spielen. Und nicht zu sagen, bei mir funktioniert das nicht, weil das stimmt nicht. Es funktioniert immer. Das ist das Blöde. Es geht ja also um das Spiel des Lebens, perfekt zu spielen. Die Regeln wirklich gut für dich einzusetzen, geht es ja darum, dass du das eben änderst. Also, was du denkst. Dass du änderst, was du denkst, damit du andere Ergebnisse kriegst. Und das ist genau das, was es wirklich zu trainieren gilt. Da geht kein Weg dran vorbei. Es ist ein kontinuierliches Training. Und wir wissen das nicht. Ja? Wir sind nicht darauf vorbereitet, dass wir das trainieren müssen. Wir sind auf alle anderen Bereiche trainiert, dass wir dort besser werden müssen, dass wir dort unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unsere investieren müssen, da hinein investieren müssen. Dabei, wenn wir wirklich da rein investieren, was das Grundprinzip, was die Schöpfung ist, würden wir nicht in irgendwelche Nebenschauplätze die ganze Zeit investieren, sondern würden uns genau darauf konzentrieren, um was es geht. Wie viele Coachings sind jetzt hier da? Wie du Kunden gewinnst, wie du Geld machst, wie du mehr Geld verdienst. Das ist alles gut und schön, aber es kann nicht die Bedingung sein und es kann nicht das erwirken und bewirken, wenn du das in deinem Innersten nicht begriffen hast. Genau, und da dagegen arbeitest zum Beispiel. Das Wichtige ist eigentlich, dieses Gesetz dieser Annahme der Wahrheit ist ja der Generalschlüssel. Das andere sind die kleinen Schlösser. Es und egal, wo du hinschaust, wo Leute Wunder kreiert haben, war es immer auf diese Art und Weise, sei es Wunderheilungen, sei es Wundermanifestierungen im Geldbereich, im sonstigen Objektbereich, im Beziehungsbereich, wo diese Wunder kreiert worden, ist immer das Geschehen. Diese Annahme der Wahrheit. Es gilt also zu üben, für mich. Es gilt, sich Übungsschauplätze zu suchen. Meine Annahme zu ändern von etwas. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Kunden will, ja? wenn du das jetzt gerade erwähnst als Training, wie kriege ich mehr Kunden? Kann ich natürlich jetzt irgendwelche Prozesse mir da anlernen, kann ich machen. Ich kann aber auch eben sagen, was glaube ich eigentlich darüber? Was nehme ich an, ist die Wahrheit über Kundengewinnung in meiner Wahrnehmung? Und dann denke ich, oh, zum Beispiel, das ist sehr, sehr schwer. Und wie soll ich denn da dran kommen? Und naja, so toll ist das gar nicht, was ich anbiete. Oder. Und dann hast du schon eine Liste an Annahmen, von denen du glaubst, ist die Wahrheit. Und dann kannst du dem entgegenstellen, zum Beispiel, wie hätte ich es denn gerne? Und das ist der Job. Ja, der kommt nicht aus dem Nichts, dieser Job. Genau, das ist jetzt schwierig, das umzumodeln, wenn ich jetzt wirklich glaube, oh, das ist nicht so gut, was ich anbiete. In was modle ich es denn um und wie mache ich das? Ja, und da gibt es Möglichkeiten. Genau. Und diese Möglichkeiten, die lehren wir, die üben wir gemeinsam in unserer Gruppe, immer in unseren Coachings, in den Einzelmentoring. Ja, genau. Im Moment gibt es wirklich noch diese Schnäppchenmöglichkeit, 4 Stunden mit einer Mentorin zu arbeiten, die dir genau diese Zähne zieht in deinem kleinen Menschlein. Und das ist nicht abschätzig, dieses kleine Menschlein kann so ein riesengroßes Menschlein werden, wenn es nicht glauben würde, es wäre so ein kleines Menschlein. Ja, genau, das kann sich angleichen mit dem, du kannst schon eins werden in dir. Es ist ja da, es ruft ja nach dir. Es ruft, indem es schreit, indem es weint, indem es wütend wird, indem es um Aufmerksamkeit ruft. Auf den Boden stampft.
Auf dem Boden stampft, genau wie Rumpelstilzchen. Ja, genau. Das ist ja dieser Part in dir, den du so schlecht und so schrecklich findest und wo alle sagen, ja, das musst du annehmen, das musst du annehmen. Aber als was soll ich es denn annehmen? Als Weckruf nehme ich das doch an. Wach auf, du kleines Menschlein, du bist gar nicht so klein, wie du glaubst. Ja, das ist der Weckruf von all diesen Emotionen und Gefühlen, die sich so beschissen anfühlen, die sagen, hey, 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 das ist nicht für dich gedacht. Ja, genau. Und du hast ja immer Zugriff als dieses Menschlein, wenn wir das jetzt in Personen aufteilen wollen, auf dein Göttliches. Du hast immer den Zugriff. Das ist ja da, das wartet, das ist immer im Hintergrund. Das wartet immer, bis du endlich mal weggehst oder an die Seite triffst, so sagen wir mal. Und dann im Bild jetzt das Göttliche so an die Hand nimmst und das Göttliche geht dann. Für dich macht alles. Geht für dich. Diese Energie, die alleine alles kann, das ist diese Energie, die alleine dein Herz zum Schlagen bringt. Ja. Das ist diese Energie, die alleine, wenn du dir nicht im Weg stehst, alles in schöner, bester Ordnung hält, wenn du nicht mit deinem Kopf und deinen Vorstellungen, deinen Überzeugungen, die du gelernt hast, dem entgegenstehst. Genau. Das ist eigentlich so, so simpel und doch ist es einfach ein Weg. Weil es nicht der Mainstream-Weg ist. Ja, weil das halt sehr, sehr eintrainiert ist, wie bei mir auch. Aber die Florence hat ja dann auch gesagt, am besten ist es einfach, diesen Schritt zu machen, also das Göttliche vorzuschicken quasi. Also, und dann aber auch zu sagen, wenn das mit mir spricht, das ist die Intuition. Ich weiß nicht, verstehst du? Das ist auch manchmal so ein Begriff, glaube ich, wo man ganz so genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich diese Intuition, diese verdammte. Aber im Grunde, denke ich, weiß das, wie du es vorher auch gesagt hast, ist einem angeboren. Man kennt dieses Gefühl, diese Stimme der Intuition. Aber die Stimme dann, der Wahrheit. Genau, und das nicht zu unterdrücken, das zu kultivieren, das ist auch so ein Punkt, wo du echt schnell weiterkommst, weil die meisten Menschen haben ja das Gefühl und unterdrücken es wieder oder sagen, nee, du nicht, du gehst jetzt wieder. Nein, ich mach so, wie es geht. Weißt du, wie viele gehen jeden Tag in ihre Arbeit und haben jeden Tag haben sie die Intuition, ich will nicht dahin. Ja, genau. Ja, ganz genau. Und das ist genau dieses scheiß Training, auch dieses dann nicht zu hören. Ich will nicht in die Arbeit, ja, was willst du denn dann machen? Schon hört's auf. Dabei fängt es da erst an, was willst du denn wirklich machen? Das ist diese Frage, die sich viele gar nicht erlauben, weil sie auf den ersten Impuls etwas kriegen, wo sie sagen, das geht gar nicht, das geht gar nicht, das kann ich ja, das ist unmöglich. Ich glaube, da ist halt auch so ein Trugschluss, dass man dann sofort halt nicht mehr hingeht. Und das geht ja erstmal nicht, sondern man sagt dann zum Beispiel, oder könnte ich sagen, für mich, okay, was will ich denn stattdessen? Und dann wieder dieser Moment, ich gebe es jetzt meinem Göttlichen ab. Führe mich, gib mir eine Eingebung und dann kommt was. Es gibt so eine wichtige Geschichte von Robert Betz, ich weiß nicht, ob du die kennst. Der war ja auch so ganz am Ende mit seinem Job. Also der war ja auch ein Burnout-Kandidat, großer Business-Manager war er und. Und dann war er so kaputt, ist mit dem Bus gefahren, ich weiß jetzt nicht, in welcher Großstadt, Bus leer gewesen. Und hat dann auch gesagt, okay, ich gebe auf. Dann sag mir halt, was ist los. Dann ist er an einen leeren Bus gekommen, ist dann in die Reihe gesessen und da lag ein Buch. Jetzt pass auf. Das Buch hieß, was bringt dein Herz zum Singen? Das war seine Ansprache von seinem Göttlichen. Was bringt dein Herz zum Singen? Da ist er aus allen Wolken gefallen. Wie mein Herz zum Singen? An das hatte der überhaupt nicht, also gar nicht mehr gedacht. Der war ja auch nur Business und da. Was bringt dein Herz zum Singen? Und dann hat er seine Karriere gestartet, so wie man heute kennt. Ganz und ob verrückt. Das gut oder richtig ist oder falsch ist oder ob es andere gibt, die es besser oder schlechter machen, who cares? Nee, aber ich meine, du kriegst die Antwort. Weißt du, für ihn ist es perfekt, ja. Wenn jetzt da draußen einer das hört und sagt, ja, aber ich finde den Betz nicht gut oder ich finde es da, das gefällt mir nicht. Es ist völlig egal, es geht überhaupt nicht darum, was er jetzt letztendlich macht oder tut, sondern es geht ums Prinzip. Und um ihn, er hat nur gebeten, gib mir Advice, ja, und dann hat er dieses Buch gefunden. So meine ich, so kannst du durch die Welt gehen, kannst sagen, okay, ich weiß nicht, was muss ich machen, damit ich einen anderen Job habe. Dann gib doch die Frage erstmal ab. Dann kommt die, da kommt was. Und dann nimmst du aber auch ernst. Das kennen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung, oder? Plötzlich ist dieser Impuls da,
Ich meine, ich bin auch dieses Jahr irgendwie schon, keine Ahnung, aus Impuls schon zweimal nach Sardinien gereist. Letztes Ja. Jahr einmal. Da habe ich ja euch im Coaching am Abend noch gesehen und dann am nächsten Morgen habe ich gesagt, so jetzt habe ich eine Fähre gekauft. Am Abend bin ich auf dem Schiff nach Sardinien. So, hä? Ja. Ich Ja, sage, ja, genau. jetzt, das muss jetzt, genau jetzt sein. Ja. Und du bist jetzt, genau jetzt in Frankreich geplant. War es ja auch anders. Ja, genau. Nee, Oder? und ja, Wenn das. die Sachen stimmen, wenn das das Richtige ist, du spürst es und wenn es das nicht ist, spürst du es eben auch. So ist es. Aber ich sage ja, man muss dann halt auch gehen. Also erstens mal, du bist dann nach Sardinien, ich bin gereist. Aber auch wenn dann wieder die weiteren, das hört ja nicht auf. Es kommt dann das Nächste, es kommt dann das Nächste. Du wirst praktisch wie von bei Hänsel und Gretel von einem Brotkrumen zum anderen geführt, ja, der da ausgelegt ist von deinem Göttlichen. Und das Und muss man. Brotkrumen ist bei uns immer so kleine, kleine Minzi-Minzi-Brotstücke. Ja. Aber das können auch von mir aus Goldtruhen Ja, die sein, können ja? auch Gold Vielleicht Nuggets sagen, die zu der Goldtruhe Goldnuggets. führen. Verstehst du? Du siehst diese kleinen Dass wir davon Silberschlüssel drin. ausgehen, dass wir nicht, wenn wir gehen, dass wir nur Brotkrümelchen Nein, bekommen, das führt dahin, das führt zur Schatztruhe. sondern wenn wir gehen, kriegen wir Goldnuggets vom Ja, Leben. ja, ja. Das ist es nämlich. Es ist nämlich the path of Gold Nuggets und Ja, nicht the part of breadcrumbs. ich habe halt bei mir selber eben, deswegen sage ich es, die Erfahrung gemacht, dass ich dann manchmal mittendrin wieder aufhöre. Das hört nicht auf, verstehst du, mit einer Entscheidung. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und dann nicht aufzuhören und zu sagen, oh, jetzt falle ich wieder in meinen berechnenden Kontrollmenschlein-Dings zurück. Nein, ich gehe mit der Intuition. Und genau das ist eben das, was uns jetzt hierher auch zusammengeführt hat auf diese Art und Weise, was uns dazu geführt hat, uns wahnsinnig darüber zu freuen, wie viele Frauen wir schon begleiten durften auf diesem Pfad der Gold Nuggets in ihrem Leben. Und da muss man einfach nochmal ganz deutlich sagen, wenn du das hier anhörst, ist es egal, wo du gerade jetzt stehst, in welcher Situation du dich gerade empfindest. Es ist nur eine Entscheidung davon entfernt, dass diese Situation sich ändern kann. Ja, das ist es Und wirklich. da kann man nicht oft genug dran erinnern, da kann man nicht oft genug Beispiele liefern, wie Menschen erfolgreich ganz, ganz andere Entscheidungen getroffen haben, von einem Moment zum anderen, weil jede Entscheidung, die du triffst, triffst du von einem Moment zum anderen. Und dann diese wunderbaren Wendungen, die dann erzählt werden, ja. Ich habe dann diese Entscheidung getroffen, mehr eigentlich gar nicht. Also nur ein rein mentaler Akt. Und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag ist das oder das oder das passiert. Das ist ja Und immer ich bin halt diese. bei der Entscheidung geblieben, ja. Viele sagen ja noch, ich brauche noch eine Entscheidungszeit oder ich gebe mir Zeit, um mich zu entscheiden. Aber letztendlich, die Entscheidung zwischen A und B wird in einem kleinen Moment Ja. getroffen. Und ob du dir jetzt für diesen Moment so viele andere Momente noch Zeit nehmen musst Ja. oder nicht, letztendlich die Tatsache bleibt, dass zwischen A, der Entscheidung, ob du zwischen A und B entscheidest, innerhalb von einer Sekunde entschieden wird oder Ja. nicht mal innerhalb von einem Moment zum anderen. Ja. Das ist fast nicht Das kannst du wahrnehmen. nicht verhindern. Das wird Ja. immer so sein, Du egal machst wie lange du wartest, bis dieser Moment kommt. jede Sekunde eine Entscheidung. Das ist auch etwas, was wir ja üben, ne? Moment zu Moment, du entscheidest jeden Moment, wie dieser Ja, Moment das für dich ist. wahrzunehmen, was du da eigentlich machst. Und da gibt es dann eben auch diese tolle Möglichkeit der gegenseitigen Spiegelung, ja, in der Gruppe, wo dann Sachen einfach aufgedeckt werden, die, da kannst du sonst ewig dran rummachen. Und so Und wird es jeden halt. Tag haben wir in unserer Telegram-Gruppe, wow, danke, dass du das Ja, gesagt hast. genau. Wow, danke, dass du das bearbeitet hast. Ja. Wow, danke. Oder wow, oder ach so, oder echt jetzt? Ja. Also ich denke, wir bringen das jetzt hier zum Ende. Wir sind ja, wenn wir teachen und wenn wir uns gegenseitig auch bereichern, sind wir eigentlich, können wir das endlos weitermachen, weil es so erfüllend ist. Und wenn du dabei sein möchtest, hast du noch die Möglichkeit, bis am Dienstag um 20 Uhr starten wir die Frau, die alles hat, Experience. Das heißt, du kommst dazu, hast noch 6 Wochen, die du in der Gruppe dabei sein kannst. Es ist ein Hammerpreis für das, was du bekommst. Es wird dein Leben verändern. Es hat jede ihres Leben
verändert, die dabei waren. Wir müssen anfangen, mehr Geschichten erzählen von diesen Veränderungen. Ich erzähle gerade noch eine Lady, die war dabei, die war Anfang des Jahres, hatte riesen Angst, ihren ersten Italienurlaub zu bereisen und ist jetzt gerade derzeit in ihrem zweiten Italienurlaub, den sie auch nicht erwartet, nicht geplant hat. Er kam zu ihr, dieser Urlaub, weil sie offen und bereit war, endlich frei zu sein, endlich dorthin zu gehen, wo sie wirklich hin will. Ja. Und das sind so Sachen, die sind lebensverändernd. Ein Urlaub, eine Reise kann dein Leben verändern. Ja, ja. In Zeiten wie diesen ohnehin, so dass man einfach wieder sich frei fühlt, weil man das entschieden hat. Ja, du bist an einem Tag bist du zu Hause losgefahren und am nächsten Tag, am gleichen Tag am Abend warst du in Frankreich. Ja, ganz genau. Das habe ich einfach entschieden und zwar frei. Ich bin einfach frei. Ich habe entschieden, frei zu sein. Auto zu parken, loszufahren und hallo, hier bin ich. Ja, gell? Da gibt es ja ganz viele Geschichten, über die wollen wir gar nicht reden, weil die gibt es weder in deiner Welt noch in meiner Welt. Genau, und da darf man ja auch dein Florence nochmal ernst nehmen, wenn sie sagt, dein Wort hat Macht und Magie. Wirklich. Also eben auch in so einem Gespräch. Nee, wir sprechen über das, was wir wollen. Wir erzählen euch jetzt nicht, wie das jetzt hier im Detail hätte sein können, wenn es nicht so gewesen wäre. Genau. Nein. Das ist völlig uninteressant. Sie ist losgefahren. Sie hat eine schöne Fahrt gehabt. Sie hat uns mitgeteilt unterwegs, wie sie ergangen ist in unserer Telegram-Gruppe. Wir haben uns riesig mit ihr gefreut, dass sie unterwegs ist. Wir sind quasi mitgereist. Ja. Das hat sie gewusst. Und jetzt ist sie dort und sie ist auch völlig begleitet. Es ist immer jemand da für sie. Es ist alles wunderbar in bester Ordnung. Ja. Und ist es ganz, ganz schön, wenn du das jetzt so sagst, wenn ich das noch kurz anfügen darf. Diese Gruppe zeigt dir, wie das Große auch ist. Du bist immer eingebunden. Ja, und es ist schön, wenn du es in Tuchfühlung Nähe ein bisschen hast, wo deine fünf Sinne immer schön bedient sind, auf eine Art und Weise, die eben dazu führt, dass deine innere Kreationskraft genau dorthin gelenkt wird, wo du sie haben möchtest. Ja, genau. Und das ist eben dieser Trick, wie beeinflusse ich meine fünf Sinne, wie trigger ich die dorthin, wo sie hin sollen, genau. Und nicht die ganze Zeit dorthin, wo sie nicht sein sollen. Sollen nicht mehr nur auf das starren, was eben, ja, was gerade ist, sondern sie sollen mit mir dahin gucken, wo ich hin will. Ganz genau. So, liebe Susi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle, tolle Interview mal wieder. Leute, das sind Gratis-Coachings. Ihr könnt sie alle auf meinem YouTube-Kanal Patricia Maria Denda nachhören. Und in meiner Facebook-Gruppe, falls ihr es jetzt nicht in der Facebook-Gruppe seht, sondern auf meinem privaten Profil, vernetzt euch mit uns hier, Susanne Mück, auch auf Facebook. Lasst euch inspirieren in eine andere Welt des Denkens. Und dann werdet ihr sehen, was es bei euch alles bewirken kann. Genau. Tschüssi. Tschüss.